So. Halbzeit. Herzlich willkommen in Großbritannien. Rennen Nummer 10 steht heute an in dieser dritten Saison. Wir werden es eh nicht komplett zu Ende machen, weil am 7.7. beziehungsweise am 10.7. kommt das neue Spiel heraus und dann werden wir definitiv in das neue Spiel rein starten. Das heißt in ungefähr 3 Wochen. Das heißt, wir haben jetzt noch Großbritannien und dann haben wir, glaube ich, noch Belgien. Ne, Ungarn, Belgien. Vielleicht noch Italien und dann sind wir durch. Also Singapur, Russland, Japan, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi werden wir definitiv nicht mehr fahren. Und dann, wie gesagt, sitzen wir dann im neuen Auto. Aber jetzt erstmal auf das Rennen in Großbritannien konzentrieren. So. Gut. Dann gehen wir rein, wa? Jetzt erste freie Training. Willkommen bei einem aufregenden Formel 1 Wochenende. Die heutige Trainingssession findet in Silverstone, Großbritannien, Home of Motor Racing, statt. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Genau so ist es. So, mal gucken, wie es wird. Achso, wir könnten mal aufs Wetter gucken. Okay, nur im Training 3 ein bisschen Regen, aber sonst ist alles trocken. So. Na dann, auf die Strecke mal. Wir wollen natürlich hier wieder gewinnen. Klar. Dann schauen wir mal, wie es läuft hier auch in Großbritannien. Fettgemisch ist ja drin. Da ist auch schon ein Auto auf der Strecke und es ist ein Racing Point. So. Ja, fast pünktlich, wie gesagt, zur regulären Start der neuen Formel 1 Saison kann ich euch tatsächlich auch das neue Spiel dann präsentieren. Wie gesagt, am 7.7. kommt es raus. Das dürfte Dienstag sein, 8. 9. Ja, doch, mit Release eigentlich. Eigentlich kann ich euch das sogar schon mit Release bringen. Am 10.7. Mal schauen, wie wir das machen. Ich werde wahrscheinlich doch ein neues Team gründen. Und dann mal gucken. Aber das werden wir uns dann in Ruhe angucken, wenn das Spiel raus ist. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf F1 2019 noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Naja, ist gut. So, hier ist auch schon die Boxeneinfahrt. Ich mag die Strecke tatsächlich sehr gerne. Ist auch wieder so ein schöner Nostalgiefaktor. Faktor
So, eine Mission haben wir. 1:31:09 auf Gelb. Sind perfekt, aber nicht durch die Kurven durchgekommen. Hier werden wir uns auch nur 3 Runden pro Training sehen. Ich 5, wie wir es in Österreich hatten. Bestzeit, Mittelsektor. Wir nehmen jetzt ein bisschen mit, weil wir an dem Auto Gott sei Dank vorbei sind. Bei dem Racing Point, der da hinter uns unterwegs ist. Wird das in der 30er Zeit werden? Na ja, doch. Noch ein bisschen in der letzten Kurve geholt. Liegen lassen. Aber sieht wieder besser aus. Zweiter Sektor nochmal vorne. Fahr hinter mir. Fahrer hinter mir. Hamilton is behind you. Their best lap time is a 1:32.4. 9,5 Sekunden. Und das wird jetzt nochmal mehr werden, weil die Zeit nochmal geknackt wird. 36, oder? Und dann sind wir durch im ersten freien Training für heute. Für dieses Wochenende. So. Oh, Kimi im Alpha auf 2. Aber froh. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die 3 Bestplatzierten. Richter, Raikkonen und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja. Gott sei Dank. So, Training 2. Ich klinke mich mal ganz kurz aus, ich bin sofort wieder da.
So, fertig. Wieder am Start. Training 2. Auf. So. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and ach komm, wir fahren auf trocken. So they're well worth running. Ich muss mal gucken, was die anderen jetzt fabrizieren. So, auf geht's. T2. Leichter Quersteher drin gehabt. Da wurde ein bisschen zu viel. Giovinazzi 33,6 im McLaren. Ich weiß nicht, wie gut die Runde wird. Ja, 31,4. Oh. Aber eine halbe Sekunde geht da noch. Aber fast komplett trockenes Wochenende hier in England. Das wäre, ist tatsächlich selten. So, vorher dürfte jetzt ein Ferrari unterwegs sein. Das ist halt zumindest erster Sektor. Da sind wir dicken Messer jetzt gerade rausgekommen. Bin ich im Gefahren 30,5, ne? Oder so was? Ne, 30,9. Quatsch, 30,6, sowas. Mal gucken, ob wir die jetzt knack bekommen, die Zeit mit der Runde. Stand jetzt, ja, also stand jetzt immer mal bei 30,3, 30,2. Aber die muss man jetzt noch mitnehmen, die Runde. Und mit dem Renault macht das außerdem richtig Spaß. Ah, ich freue mich auch schon auf das neue Spiel auf jeden Fall. Eine Team gründen dann und dann gib ihm. Und das ist eine halbe Sekunde nochmal geholt. Ja, ist auf jeden Fall ein Ferrari vor uns und das ist Weber, unser Rivale damals aus der Formel 2.
Und jetzt werden wir richtig Zeit verlieren, weil der uns mehr oder weniger jetzt aufholt. Ah, aufhält. Im ersten Sektor hat es ja noch gepasst, aber nicht jetzt in den... da wollte er dann doch sehr viel. Ja klar, der gibt uns ja mit... Jetzt habe ich ihn. Na, bist du weit rausgekommen? So, fertig. Die zwei auch durch. Okay, da ist tatsächlich ein Frontflügel schaden gewesen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Gasly und Antonio Giovinazzi. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. So, auf jeden Fall sind wir durch mit dem zweiten freien Training. So. Gut, rein ins dritte Freitraining. Weil ich nebenbei noch ein bisschen was lese. Leichter Regen auf jeden Fall. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session.
So. At the end of this session, we need to return two sets of tires. We'll give back the two most worn sets, so we may as well get the most out of them while we can. They won't be available for the rest of the weekend, though, so don't run too hard on anything you might need later on. Na ja, fahren wir mal. So. Noch sehr rutschig. So, erste Zwischenzeit an 45,8 und der erste gewertete Zeit. Mal gucken, wie unsere Zeiten jetzt gleich werden. So. Ja, besser der 42,2. Bin mal gespannt, wie einige Teams nicht fahren wollen. Das Sektor war zwischenzeit violett. Wir fahren so eine halbe Sekunde unter der Zeit. Und da haben wir die Zeit. Bisschen was aufgeholt. So, wie gesagt, letzte Runde. Drei Runden fahren wir immer vor Training.
blocks in the next two laps, please. Na, versuchen wir noch eine Beste zu setzen. Vielleicht die 1,40 zu knacken. So. Die knacken auf jeden Fall die Zeit. 1,40,8. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Verstappen und Antonio Giovinazzi. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Jo. So. So, okay. Rest ist jetzt ganz so lange trocken. Dann sehen wir uns morgen wieder.